go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Nein, Quatsch, die Auswanderer. So, ich habe gestern das Feld gedroschen. Jetzt fahren wir gleich das Zeug mal noch weg. Und dann können wir glücklich sein. Kommt hoffentlich ein bisschen was bei rum. Kriege ich gleich ein Problem mit Einparken hier. Wie soll ich denn da reinkommen? Ups. Ja, durch das Leo hier das Gras hingekippt hat, ist natürlich auch nicht so gut. Alter. Jetzt haben wir den richtigen Drive hier. Oh, endlich. Mal gucken, was der Hafe uns bringt. 1600. Hallo? Hi Udo, du, wie schaut's denn aus, soll ich den Hafe jetzt verkaufen? Oder wir warten noch ein bisschen, bis er zum Ende gestiegen ist. Aber was soll ich denn dann tun jetzt? Hast du Lust, Bagger zu fahren? Boah, nee. Es sind auch nur 6200 Liter runtergekommen. Hä? Ja, und dachte, das wären mehr. Oi, oi, oi. Bissel enttäuschend. Ja, ein bisschen. Ja, okay. Dann mache ich mal was anderes noch. Jo.
Was denn? Ah ja, okay, alles gut. Bis dann mal. Ja? Wir werden, wenn du die O-Schwarten zusammenschwaderst. Ja, genau das habe ich gerade vorgehabt. Gut. Wobei das eigentlich nicht viel bringt, aber. Oh, dann hast du wenigstens was zu tun. Jo. Alles ein bisschen. Ja, was hast du denn eigentlich damals im Waldchen gemacht? Da wollte ich mir einen Pferdehof aufbauen. Okay. Ja. Bisschen Urlaubsbauernhof, weißt du? Eigentlich war ich ja nur zum Urlaub da. Und dann irgendwie bin ich hängen geblieben. Und dann, ja, war einfach zu wenig los in Walchen, hat sich nicht rentiert. Ich hab's heute jetzt komplett eingesammelt. Jo, dann kannst du zum Stroh kommen. Ich fahre gerade noch die Bahn fertig und dann war's das. Dieses Teil, das lenkt so schnell mit. Ich war da. Du! Jo! Ich bin neben dir!
Steig ein! Oh, ich hab keinen Bock mehr heute, ey. Bin kaputt. Kaputt bist du? Ja, können eine Runde in den Mittagsschlaf machen. Wollte ich vorhin schon machen, nach dem Dreschen, aber. Ich weiß auch nicht, was los ist. Und Hunger habe ich, ey. Hallo, gegen Hunger kann ich helfen. Ich habe hier hinter dir eine Kühltasche. Nee. Box. Nee. Nee. Auch kein Rockstar? Nee. Hier los. Ich habe Hunger. Ich will nicht hier auf dem Trecker was futtern, sondern was Richtiges. Aber gleich zu einer Dönerbude, wenn es das hier gibt. Von was träumst du nachts? Weiß ich nicht. Ich kann ja beim Händler halten. Der hat doch oben diesen Automaten da. Boah, stimmt. Dann können wir gleich mit dem Ding hinfahren. Mit dem Stroh. Mit dem Hafer. Guck mal, kipp das ab. Jo, passt. Kannst du gerade hier reinstellen in die Einfahrt. Zwischen rein, da müssen wir ja sonst nicht mehr durch. Ah, da kommt mehr. Spring rein. Oh. Eng, ey. Hm? Das eng hier drin, ey. Ja, nicht so viel essen. Was hat denn jetzt heißen? Was? Ah, ja. Trinken auch leer, ey. Ey, haben die hier einen neuen Weg gemacht? Ah ja, meinte der Leo eben. Dachte doch. Vielleicht haben wir ja irgendwann eine richtige Straßenanbindung. Oh, das wäre schön. Hab auch gehört, demnächst sollen hier noch ein paar Läden aufmachen. Echt? Ja, ja, so ein Spar oder sowas. Boah, wäre ja geil. Können wir da auch mal unser Futter holen? Oh, du denkst immer nur ans Essen, ey. Ja, was denn? Wir bringen die jeden Zeug für unser Futter. Anderes ist er da nicht. Hier, da rechts soll der Bauplatz sein anscheinend. Okay. Ja, weiß zwar nicht, was sie... Da alles hinklatschen, klatschen wollen, aber naja. Weiß ja, wie groß das wird. Keine Ahnung. Hinten gibt es doch übrigens Kühe und Pferde und alles. So, haben wir da noch Zeug stehen? Naja. Kalk noch. So, spring raus. Wo war der Automat? War hier drin. Hallo? Servus. Ey! Sollen wir den ganzen Automaten mitnehmen? Hier ist keiner. Ist blöd oder was? Also ich wollte was zu essen. Hier gibt's okay. Nur Süßkram. Ach komm, kaufen wir alles. So. So. Hier.
Danke. Trinken hier. Ja. Na ja. Los. Wo willst du jetzt schon wieder hin? In Ruhe ja. Essen kann ich. Hä? Ja, hier bin ich. Ja, wo willst du denn hin? So, ich will jetzt erstmal essen, ey. Hier hinpflanzen. Jo. Ein bisschen philosophieren, wie es weitergeht. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das den Kuhstall hinkriegen. Ja, ja. Ernst gut. Ja, und dann bräuchte man mal ein Häuschen, dass wir alle ein bisschen besser ausgeruht sind. Ich glaube, deshalb bin ich auch so müde, wegen der scheiß Hängematte, ey. Eieiei. Wir können ja mal eine Bestellung aufgeben für die, fürs, den Dings, Kuhstall. Mhm. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, ich bin wirklich total fix und foxy. Ich glaube, du musst zurückfahren. Komm. Wo bist du denn jetzt hin? Hey. Los. Wo willst du hin? Verkaufen. Jetzt warte doch noch ein bisschen. Alter. War nicht immer so ein Stress. Wir machen hier jetzt noch ein bisschen Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da ist viel hinten drin. Oh. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut bei DarkRaysex YouTube vorbei. Hier bei Varuna LP. Und bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss.